wir müssten jetzt alles haben, noch ein Skorpidmann, das heißt, wir machen noch ein paar Schleuderkämpfer während der Zeit. Und die kann wieder, oder die kann sich jetzt auch ein Feld machen. Und jetzt werden wir hier oben angegriffen. Das soll Gruppe 1 werden. Ey, nicht auf meinen Reiter, der Einsame da. Komm, 4 gegen 1, das ist echt unfair. Katapulte, ab nach vorne. Na, das läuft ja schon mal gut. Die ganzen Wikinger sterben. Moment, hier liegt einer tot. Naja, egal. Dann ist es halt so. Gruppe 1. Aha, wieder Gegner. Und warum sind die so weit voraus? Gruppe 1. Halt euch mal schön. Hier sind nur noch ganz wenig Leute. Da habe ich aber auch schon eine Idee. Und zwar, wir bauen ein paar Wachtürme. Gruppe 3, also die Katapulte, können hier schon mal etwas nach vorne. Während die sich hier heilen. Und irgendwas zerstören. Nur anscheinend gibt's hier nichts. Auch gut. Ah, ein Beobachtungsturm. Ich wette, gleich kommt eine Armee von vorne, die dann meine Katapulte zerstört. Katapult zu nahe am Feuer. Okay. Ein brennendes Tor, auch nicht schlecht. Zu nahe am Feuer. Soll das jetzt ein Lagerfeuer darstellen? Wir hauen das Tor einfach auf, damit wir jetzt hier mehr Durchgangsfläche haben. Ein Tempel. Wie episch. Okay, unser unteres Dorf wird angegriffen. Das heißt, wir machen hier auch mal ein paar Leute. Und jetzt kommen auch die gegnerischen Leute. Wir machen eine Schlangenplage oder beschwören eine Schlangenplage. Die Schlangenplage hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das war doch jetzt klar, dass da irgend so ein Turm steht. So, da unten, wie schaut's da aus? Okay. Yeah, die Mauer ist durchgehackt. Der arme Bauer. In which? Das Dorf kann man vergessen. Ah, nicht schlecht. Was die da alles aufspüren. Wo ist der Bauer? Der ist anscheinend gestorben, deswegen machen wir einen neuen und bauen die Mauer wieder zu. Jetzt kommen noch die Stücke des Osiris in Aktion. Und wir müssen hier hoch. Die Kasernen werden zerstört. Und wir zerstören da vorne mal das Tor. Oder Moment. Die haben nichts zu tun, die hacken hier sich einfach mal durch.
Oh, 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 oh. Eine Festung. Oder erstmal auf den Turm. Die Katapulte ziehen sich zurück. Aber der Turm ist zumindest schon mal besiegt. Jetzt geht's aber ab auf die Festung. Nein, nein, nein. Die machen mein Katapult kaputt. Schnell Rückzug. Hier sollt ihr euch heilen. Stücke des Osiris gehen mal ein bisschen weiter. Können Katapulte auch geheilt werden oder nicht? Nein, 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 nicht die Totenwagen. Okay, ja, ihr ballert schön die Kasernen ab. Die geht an ihr Feld zurück und wir haben hier einen Bauern verloren, das ist aber nicht schlimm. Nein! Wir haben auch ein Katapult jetzt gerade verloren durch meine Unaufmerksamkeit. Was machen wir? Der Akanthos muss mit seinem Stück noch hier ankommen. Also der kommt auch noch rechtzeitig. So, so. Arcanthos ist mit dem letzten Stück von Osiris eingetroffen. Perfekt. Rückt vor, wir müssen es bis zur Pyramide schaffen. Was das macht? Drei Katapulte, okay. Und Kemsit hat den Zauber Ahnenarmee beschworen. Deswegen stehen hier die ganze Zeit neue Leute auf. Okay, weiter geht er, verdammt. Nein, 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 nein. Nicht auf mein Katapult, nicht auf mein Katapult, nicht auf mein Katapult, nicht auf mein Katapult. Mein Katapult ist kaputt. Ja. Ich würde auch sagen, ich ziehe mal die Stücke des Osiris ein bisschen zurück. Und das kommt weiter. Hier mache ich auch mal wieder ein paar neue. Und so, so und so. Dann kommen die auch noch hinterher. Danke, dass ihr uns befreit habt. Wir werden Nahrung für euch sammeln. Okay, wir haben gerade irgendwelche Leute befreit, die Nahrung für uns sammeln. Das ist doch auch nichts Schlechtes. Und die Totenwagen ziehen sich mal zurück. Denn jetzt kommen die hinterher.